Steuerbord 4 geht's. Kleines Maschinenfahrzeug, vermutlich Speedboot. Peilung. Speedboot-Attacke auf die Korvette Erfurt in den Gewässern vor Plymouth. 173. In welchem Gate? An alle Stellen. Neuer Überwachungsfahrzeug, Peilung 173. Die Korvette Erfurt ist mit zwei anderen Schiffen im Verband unterwegs, der portugiesischen Fregatte Cort Real und dem britischen Versorger Wave Knight, der vor Angriffen geschützt werden muss. Wir sind bei GOST, der Einsatzausbildung und Zertifizierung bei der britischen Royal Navy. Schiffe der deutschen Marine durchlaufen die Ausbildung regelmäßig. Nur wer hier besteht, kann an Einsätzen etwa im Rahmen der NATO teilnehmen. Während des GOST findet einmal pro Woche der sogenannte Weekly War statt. Die Besatzung unter Kommandant Ronny Bergner muss in einem komplexen Gefechtsszenario bestehen. Ausgestattet mit Brandschutzhauben und Handschuhen müssen sie beweisen, dass sie als Team funktionieren. Weekly War, das ist Stress pur. Das erfordert von allen Aufmerksamkeit, das erfordert von allen Konzentration und das erfordert von allen, dass sie die Informationen richtig weitergeben, sammeln, kontrollieren. Also das C2, Command-Control-Geschäft, ist nicht die Aufgabe des Kommandanten alleine, sondern es ist ein Geschäft von allen Stationsleitern an Bord. Und das ist das, was abgeprüft wird. Geprüft wird die Crew von sogenannten Sea Ridern. Mehrere Dutzend von ihnen kommen vor dem Weekly War an Bord. Allesamt erfahrene Marinesoldaten, die die Besatzung an diesem Tag genau beobachten und bewerten. Zum Beispiel die Speedboot-Attacke. Insgesamt drei Boote greifen den Verband an. Die Korvette setzt ihre Waffen ein, um die Gefahr abzuwehren. Doch ein Boot schafft es, sich der Korvette zu nähern. Die Angreifer feuern eine Panzerfaust ab. Treffer auf der Brücke. Sie muss evakuiert werden. Alle Stellen, das Feuer auf Brücke konnte nicht mit Sofortmaßnahmen gelöscht werden. Jetzt Kommando an OPZ. Meldung bei Ringbau 12. Das Brückenteam muss das Schiff von außen weiterfahren. Erst nachdem der Brand auf der Brücke gelöscht ist und der Bereich rauchfrei ist, kann die Crew ihre Arbeit wieder aufnehmen. Plötzlich greifen Kampfflugzeuge an. Höchste Gefahr für das Schiff und höchste Anspannung in der Operationszentrale, kurz OPZ. Von hier aus führt Kommandant Ronny Bergner das Gefecht über Wasser und unter Deck. Die Korvette hat einen Treffer erhalten. Feuer an Bord. Ein Knochenjob für die Soldaten des Löschtrupps, die sich mit schwerer Ausrüstung und Atemschutzgerät zum Brandherd vorkämpfen. Meldung, südlicher Druck 240. Jede ihrer Beobachtungen oder Maßnahmen melden sie den Truppenstand der Feuerwehrzentrale an Bord. Von hier aus werden die Abwehrmaßnahmen koordiniert. Im Schiffsinneren sind Soldaten unterwegs, um einen Wassereinbruch zu bekämpfen. 10 cm groß ist das Leck, das die blaue Leuchte markiert. Ausmaß des Schadens feststellen, Meldung an den Truppenstand, Gegenmaßnahmen einleiten. Es muss schnell gehen, das Schiff muss auf jeden Fall über Wasser gehalten werden. Mit Platten und Streben und Holzbohlen werden die Stellen gesichert, an denen das Wasser eindringt. Anspannung bei Oberleutnant zur See Philipp Wagner im schiffstechnischen Leitstand, dem Herz der Korvette. Der schiffstechnische Offizier muss so schnell wie möglich ein präzises Lagebild haben, zum Beispiel ob Schäden behoben oder welche Bereiche wieder frei sind vom gefährlichen Rauchgasen. Und wie immer achten die Sea Rider auf jedes Detail. Nebenbei muss die Besatzung im Schnelldurchgang essen, beim sogenannten Action-Messing. Schnell was runterschlingen, dann wieder auf Gefechtsstation. Das Gefecht hat Verletzte gefordert, um die sich nun die Sanitäter kümmern. Jetzt sind Obermaat Sabrina Benning und ihre Kameraden gefordert.
Bennings Leistung bei der Versorgung der Verwundeten wird von den Sea Ridern später als outstanding, also hervorragend, bewertet. Insgesamt hat die ganze Besatzung beim Weekly War der hochkomplexen Gefechtsübung gut abgeschnitten. Der Kommandant ist zufrieden. Ja, der War heute ist für uns äußerst erfolgreich gelaufen. Es wird getestet, ob die Kommunikationslinien stören, ob die Strukturen belastbar sind. Und da haben wir heute erfolgreich gezeigt, dass wir da das Level der Zufriedenheit erreicht haben. Nach 5 extrem fordernden Wochen beim German Operational Sea Training for Plymouth besteht die Crew auch die Abschlussprüfung. Die Korvette Erfurt und ihre Besatzung sind fit für den Einsatz.